Hallo meine Freunde und willkommen. Es ist Donnerstagmorgen, Zeit für eine neue GTA-Eventwoche. Ich bin Chris von Gamebeat und willkommen bei uns auf dem Kanal. Wir würden uns wie immer jede Woche über einen Daumen nach oben und ein Abo von euch freuen, falls ihr neu seid. Drückt einfach mal auf den Abo-Button und ist ja kostenlos, kostet euch nichts und würde auf jeden Fall den Kanal unterstützen. Wir starten mal in die Eventwoche und zwar haben wir diese Woche mal ein Motorrad auf dem Podium. Und zwar die Prinzip Lecto. Ja, schickes Motorrad, kostet glaube ich roundabout 1 Million, wenn man es selber kaufen würde. Also wenn man es sich ja drehen kann, warum nicht. Ich wünsche euch da auf jeden Fall viel Glück. Kommen wir die Woche gleich mal zu den Dreifachverdienmöglichkeiten. Und zwar haben wir den Adversary Mode Hasta la Vista im Dreifach GTA und RP. Also wer da ein bisschen Gas geben will, kann sich da ein bisschen Geld verdienen. Und dann würde ich mal sagen, gehen wir mal in die Angebote. Wir haben bei Legendary Motorsports die Hakucho Drag Motorrad. Auch gleich eins vorneweg. Die ganze Woche steht im Zeichen von Motorrädern und auch den Motorradclubs. Das sage ich dann gleich noch. Wie gesagt, wer den nicht hat, kostet aktuell 585.000 statt 976.000, 40% Rabatt. Also Schlag zu. Leider habe ich gerade festgestellt, das war es schon bei Legendary Motorsports. Ich war sehr erschrocken. Auch bei Warstock Cage and Carry gibt es die Woche nichts. Ich weiß nicht, was das für eine komische Woche ist. Pedal and Metal, wer noch kein Fahrrad hat, die sind die Woche alle kostenlos. Also da lese ich jetzt auch nicht jedes einzelne vor, also das seht ihr selber. Wer ein Fahrrad haben möchte, wer noch keins hat, der kann sich eins besorgen. So, aber wenigstens in South Andreas Superautos haben wir ein paar Sachen. Fangen wir damit an mit dem Werner HKR. Müssten 30% Rabatt sein statt 945.000, 661.000. Ja, die sind ja immer relativ gut zu tunen, die Autos. Also, wer da noch keinen hat, schlag zu. Dann haben wir noch den Maxwell Vigrant für 996.000 statt 1,6 Millionen. Sind auch roundabout 40% Rabatt. Schöne Wüstenbuggy. Ja, wie gesagt, wenn er zu euch passt, dann schlag zu. Dann haben wir noch den MTL Dune für 780.000 statt 1,3 Millionen. Und dann haben wir noch ein paar kostenlose Autos. Die könnt ihr euch ja hier kurz anschauen. Wer da noch einen braucht, wer da einen gebrauchen kann. Kostenlos. Also kann man ja auch nicht aufs Geld schauen. Dann brauchst du ja bloß den Platz dazu. So, dann kommen wir noch zu den Immobilien diese Woche. Wie ich ja schon angeteasert habe am Anfang der Folge, Clubhäuser. Die sind für 40% im Angebot. Also wer noch kein Clubhaus hat, was aber mittlerweile, glaube ich, mittlerweile jeder hat, der könnt jetzt zuschlagen und dann könnt ihr da schön Gas geben. Und genau, die Renovierungen sind auch um 40% reduziert. So, dazu kommt noch die Nachschublieferungen für eure MC-Businesses sind 50% im Rabatt. Und auch die die MC-Businesses selber, also Drogenfarmen, Geldwäsche, blablabla hin und her, ist auch alles um 50% reduziert. Also wer sich da jetzt ein Business aufbauen möchte, ist momentan 50% im Rabatt. Und auch die Clubhäuser sind um 40% reduziert. So, das waren wieder viele Infos für die Woche. Ich würde sagen, gebt Gas die Woche. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß mit den ganzen Angeboten. Lasst einen Daumen und ein Abo da. Gerne können wir in den Kommentaren noch ein bisschen diskutieren. Falls ich irgendwas vergessen habe, schreibt es mir unten rein. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder in der nächsten Woche. Bis dahin, ciao, euer Chris von Gamebeat.